Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gregors Backstube. Da ja der Gemüsegarten hier immer noch einiges hergibt, werden wir heute auch gleich wieder etwas damit machen. Und zwar die tolle gefüllte Tomaten. Mit den Tomaten werden wir übrigens auch gleich mehr anfangen. Das Rezept dafür findet ihr natürlich wie immer auf meiner Homepage oder in der Infobox. Die Tomaten werden wir nun erstmal halbieren. Und anschließend werden wir sie aushöhlen. Ich habe sie hier jetzt nun mal halbiert und werde sie nun aushöhlen. Dafür nehme ich hier mal einen kleinen Löffel. Damit fahre ich dann einmal am Rand entlang und hebe das mittlere Teil heraus. Man muss das etwas vorsichtig machen, damit einem die Tomate nicht leicht einreißt, wie das mir hier passiert ist. Wir werden das hier gleich nochmal probieren. Hier ging es wunderbar. Die Tomaten sind nun fertig und wir können uns nun an den Paprika machen. Diesen werden wir in die Füllung geben, deswegen schneiden wir ihn klein. Ich habe hier selbstverständlich wieder zwei aus dem Garten. Diese werden wir nur entkernen und anschließend klein schneiden. Ich schneide sie hier zu kleinen Würfeln. Wenn die Paprika geschnitten sind, werden wir sie in eine Schüssel geben. Hier drin werden wir uns dann die restliche Füllung ebenfalls anmixen. Wir geben als nächstes auch gleich mal die zwei Eier hinein. Nach den Eiern folgt nun eine Packung Hüttenkäse. Ihr könnt es aber auch mit Schafkäse machen, wenn ihr möchtet. Hüttenkäse ist hier die etwas gesündere Alternative. Zudem enthält er viel Eiweiß. Nun kommt noch etwas Mais. Wie viel ihr hier hineintut, ist natürlich Geschmackssache. Ich nehme hier ruhig ein paar Esslöffel. Nun geben wir noch einen Esslöffel Olivenöl hinein. Das sollte ungefähr einer sein. Anschließend natürlich etwas Salz. Etwas Pfeffer. Und ein paar Kräuter der Provence. Nun müssen wir das Ganze gut vermixen, bevor wir die Tomaten auffüllen. Hierbei ist darauf zu achten, damit ihr auch wirklich bis ganz nach unten an die Schüssel geht, damit sich hier nichts ansammelt, was nicht mit vermixt wird. So, nun ist das Ganze fertig. Wir werden nun die Tomaten auffüllen. Dazu nehmen wir am besten einen Esslöffel und geben die Masse dann in die Tomate. Hier kann ruhig ein kleiner Haufen drauf bleiben. Wenn die Tomate dann befüllt ist, geben wir es am besten in eine Muffinform. Hier kann es nachher nicht umfallen. Ähnlich haben wir das ja auch schon bei den gefüllten Paprika gemacht. Das Video werde ich euch übrigens nachher am Ende mal verlinken. Die Paprika hatten damals eine Füllung mit Schafkäse. Kann ich ebenfalls nur empfehlen. Die Tomaten sind nun fertig und wir können sie nun in den Ofen geben. Die Tomaten kommen nun für ca. eine halbe Stunde bei ungefähr 170 Grad in den Ofen. Man kann ab und zu mal reinschauen, ob das Ei schon begonnen hat zu stocken. Dies sollte dann am Ende fest sein. Die Tomaten sind nun fertig und wir können sie nun entnehmen. Wir werden nun auch gleich mal eine Tomate auf einen Teller geben. Am besten löst man sie erst vorsichtig mit der Gabel vom Rand und gibt sie dann auf den Teller. Man sieht auch schon, das Ei hat hier schön gestockt und es ist eine schöne feste Masse. Nun ist es auch schon fertig. Das war's nun auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde es mir jetzt auf jeden Fall schmecken lassen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.